Hallo Leute, willkommen zu Let's Play Frozen Synapse. Ich habe das Spiel neu und ich dachte mir, eigentlich kann ich den Kampagnenmodus nebenbei ein bisschen aufnehmen, da ich ihn ja sowieso spielen werde. Habe auch eine neue Festplatte, wodurch ich ziemlich lange am Stück aufnehmen lassen können sollte, dürfte. Und ja, sonst hat immer, weil immer das Problem ja nach einer Stunde ist, anderthalb, je nach Auflösung, muss ich aufhören, weil halt dann die Festplatte langsam voll ist. Jetzt sollte das eigentlich nicht passieren, zumindest nicht so schnell. Ja, ich denke mal, ich bin bereit zum Sterben. Frozen Synapse ist ein Taktikspiel. Ja, das trifft's, glaube ich. Aktuell auf Steam für 22 Euro, aber man bekommt zwei Versionen. Eine Einzelversion gibt es, glaube ich, irgendwie nicht. Das Spiel hat eigentlich einen recht coolen Grafikstil. Markov-Geist. Es hat scheinbar keine Sprachausgabe. Ich bin mir auch nicht gerade sicher, wie wichtig die Story dafür ist. Es geht wirklich ja, glaube ich, eher um die Kämpfe. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es ist auch ein Indie-Spiel. Das heißt auch, es ist ein Indie-Spiel. Relativ neu. Hauptsächlich aufmerksam geworden mich durch Total Biscuit WTF. Falls ihr Total Biscuit nicht kennt, ein ziemlich zuschauerstarker Beater hier auf YouTube, der WTF sind so First Impressions, also er spielt eine halbe Stunde in ein Spiel rein, hauptsächlich Indie-Titel, macht noch ein bisschen was über StarCraft und WoW. Und ja, allgemein Gaming, eigentlich keine Let's Plays. Trotzdem, wenn ihr ihn hören wollt, mit Englisch kein Problem hat, er hat eine super Stimme, macht Spaß, viel Abwechslung. Gut, Shape ist simple. Kann ich hier... Was bringt das? Okay, Text. Mehr Text. Noch mehr Text. Okay, das ist gleich viel Background-Story. Erinnert mich ein bisschen an Diablo, wo man einfach... wo man Bücher hingeschmissen bekommt. Man kann die Story lesen. Sonst kriegt man so in Zwischensequenzen ein bisschen was mit. Ich will aber einfach starten. Graham Nix. Vilaqua ist, glaube ich, dieser Computer da. Genau, da. Ich hoffe, wie immer, dass die Soundlevels passen. Ich muss ja alles neu einstellen, weil ja, neue Festplatte bedeutet in diesem Fall auch alles komplett neu aufsetzen. War sowieso mal Zeit. Vor allem, da die alte manchmal so ein paar nennen wir es beunruhigende Geräusche von sich geben hat. Okay. Gut, ja. Shotgun-Symbol. Ich bin die diese vier grünen Männchen. Das ist übrigens so das ganze Interface. Gewöhnt euch dran. Die roten sind die Gegner und ich kann denen jetzt Befehle geben. Ich habe das Tutorial gespielt, sonst noch nichts. Dementsprechend bin ich auch ziemlich unerfahren da drin. Und um zu testen, was passiert, du gehst da hin und ich gehe hier hin. Ich würde von dem da unten erschossen werden. Also sollte ich das vielleicht nicht machen. Gebe ich ihm lieber andere Befehle.
kann natürlich auch testen, was passiert, wenn er dahin geht und dahin guckt. Wird er mich erschießen, wenn ich einfach nichts machen würde. Das hier ist gerade so die Planungsphase und nach der Phase drücke ich auf Prime und es wird abgespielt. Natürlich, meine machen das, was ich ihnen sage. Die Gegner natürlich nicht. In der Planungsphase kann ich denen zwei verschiedene Befehle geben, um zu gucken, was bringt das, wenn er so handeln würde. Wie müsste ich machen, damit ich das besiege? Und wenn er anders handeln würde, wie könnte ich das? Aber ich weiß natürlich nie, was ich wirklich mache. Ja, ein bisschen zoomen. Gut, und wie gesagt, die hier sind auf kurze Reichweite. Ich bewege mich. Cool. Oder nicht? Keine Ahnung, ob ich dann nochmal von vorne anfangen muss. So, den habe ich gerade hinbewegt. Der wird, schätze ich mal, in die Richtung gucken. Also, ja. Feuersicht. Mit ihm gehe ich hier hin. Ich gucke auf jeden Fall durch das Fenster, falls er daher geht. Mit ihm will ich. Ja, mit ihm. Gehe ich dorthin. Und gucke dadurch. Dann. Da mache ich auch noch einen Duck rein. So sieht man die Symbole etwas besser. Mit ihm weiß ich jetzt gerade nicht. Ich will nicht hier in die Feuerlinie. Ich schätze mal, ich werde gleich dann kurz eine Pause machen. Ich gehe mit ihm lieber hier hin. Geht dorthin. Und okay, ich kann weiterspielen, das ist auch gut. Dann seid ihr doch noch nicht weg. Ich spiele ja gerade eh nur Singleplayer. Gut, jetzt habe ich für alle was gemacht. Ich gucke an. Der würde so auf ihn schießen. Und die sind erstmal nur in Teil. Ach, ich probiere einfach mal aus. Ja, ich bin sure. Auskommen. So, die Gegner bewegen sich schon. Autsch, okay, den da oben, den habe ich ja natürlich total ignoriert. Toll, ich habe noch einen. Ja, okay, das war mal totaler Fail. Gott. Naja. Gut. Oh, zufällig generierte Mission. Ziele auf jeden Fall in die Richtung, falls dort irgendwer was macht. Mit dem, ja, ich. Ja, stopp. Löschen. Ich will erst dorthin. Okay, mache ich es anders. Ich mache hier einen Wegpunkt, klicke auf Continue on Site, das heißt, wenn er den hier sieht, wird er trotzdem weiterrennen. Mache hier einen Wegpunkt, engage on site und lasse ihn in die Richtung zielen. Damit, falls einer da rauskommt, ordentlich was auf die Fresse bekommt. Ihn lasse ich erstmal so stehen und gucke, falls er dadurch irgendwas durchkommt. Er wird so auf nichts schießen. System Prime. Ich probiere es einfach erstmal wieder. Irgendwie. Gerade noch nicht ganz die Geduld für jeden Gegner irgendwas auszuprobieren. Okay, das war natürlich blöd. Geh dorthin. Ach nein. Geh dorthin, ziel dahin.
hier dorthin. Ne, das ist auch blöd. Geh dahin. Ziel dahin. Wenn ich mit dem mich jetzt bewege, wird er da in die Line of Sight gehen. Das ist blöd. System primed. Ich probiere einfach weiter. Okay, ich habe einfach nicht die Reichweite dafür. So viel zum Thema Extremely Powerful. Und dann können sie nicht mal durch einen halben Raum schießen. Denn der eine da unten hätte eigentlich da sein müssen, um den Raum. Okay, probieren wir es noch mal. So, den mache ich so. Zielt daraus. Was passiert, wenn er von Anfang an in die Richtung zielt? Mit ihm. Ich führe den Moment dorthin. Nur mal zu gucken, was passiert. Ich würde den verlieren. Gut. Dann machen wir doch lieber. Geh hier hin. Und ziel nach oben. Was passiert, wenn er bis dort geht und so runterzielt? Und was passiert bei ihm, wenn er dorthin geht und runterzielt? Ich töte ihn zuerst. Genauso wie ihn. Das gefällt mir schon mal. System primed. Testen wir doch mal, ob sie das auch so im Ansatz gleich machen. Ich bin noch in der Lernphase. So sieht man wenigstens, dass ich wirklich keinen Unterschied mache. Okay, er bewegt sich weg. Okay, die sind dahin gegangen. Gehen in die Richtung. Er wird dort weiter warten. Das spare ich mir dann mal lieber. Zumindest geht für den Moment nur so weit. Okay, was passiert, wenn er das macht? Ein Boot. Der ist auch schön von beiden Seiten eingekerkert. Denn wenn ich mich jetzt umdrehe, kann der mich. Ich hätte ihn auf jeden Fall mal ducken lassen sollen. Passiert, wenn ich erst dorthin gehe, schießen. Gut, das mache ich auf jeden Fall. Das sieht doch gut aus. Probieren wir es mal. Ich habe da gerade so ein Delay eingebaut, dass er sich danach umdreht. Und ja, dafür sollte die Shotgun ja gut sein. Viel näher können die nicht kommen. Okay. Ein Gegner besiegt, ohne dass ich Verluste erlitten habe. Es lief doch so ungefähr, wie es laufen soll. Okay. Als nächstes. Ja, gehe ich dahin. Ziele dahin. Und
wäre von dem da oben. Dann gehe ich doch lieber dorthin, ziele hier hin. Ich meine, selbst wenn er hier hingeht und auch in die Richtung zielt, bin ich schneller. Wenn er stehen bleibt und von Anfang an dahin zielt, töte ich ihn nicht, aber er tötet mich auch nicht. Mit ihm gehe ich dorthin, mache ich hier Continue on Site, gehe hier weiter, Engage on Site, gehe hier hin und falls er noch da ist, versuche ich auf den zu schießen. Ja, normalerweise die Zeit reicht nicht, ob das mich einer von den beiden auf dieser Strecke hier töten kann. Bleibt noch, was mache ich mit ihm? Gehe hier hin. Ja, nein, ich will keine Zeit einstellen, sondern schießen. Gehe ich dorthin. Okay, das ist zu weit. Ja, im Sichtfeld bin ich sonst. Dann mache ich es mit ihm genauso. Also hier ein Continue on Site. Ja, das kann gelöscht werden. Ja, so. Continue on Site. Gehen hierhin weiter. Engage on Site. Ziehen für den Moment in die Richtung. Und System primed. Probieren wir es. Was kann schon schief gehen, außer dass ich sterbe?